Kennt ihr das? Ihr seid an einem Ort, seht einen neuen Sprung und wollt ihn eigentlich gerne fahren. Doch dann kommen plötzlich irgendwelche Gedanken in euren Kopf, die euch sagen, ihr sollt das lieber nicht probieren oder vielleicht macht euch auch irgendetwas Druck, dass ihr das unbedingt probieren sollt. Wenn ihr das nachvollziehen könnt, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn heute geht es genau um dieses Thema. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie traue ich mich an neue Features ran und wann ist dafür der richtige Zeitpunkt und wie ich das Ganze angehe, das besprechen wir heute. Viel Spaß beim Video. Ganz wichtig vorweg, so ein richtig und falsch gibt es ja dabei nicht. Das ist jetzt einfach nur meine Meinung und wie ich an die ganzen Sachen rangegangen bin. Und das möchte ich euch einfach näher bringen und mit euch teilen. Also nicht falsch verstehen, Leute, es gibt da kein richtig und kein falsch. Wenn ihr das anders gemacht habt und funktioniert hat, wunderbar. Aber vielleicht kann der ein oder andere hieraus was mitnehmen. Let's go, wir starten direkt rein. So, das Feature, was wir uns vorgenommen haben heute, ist das Steingap hier am Flowtrail Stromberg. Das ist so ein kleines mentales Ding, weil die Anfahrt ist nicht ganz so schön. Der Sprung ist nicht ganz so gut einsichtig von Anfang an und für mich war es am Anfang auch so eine kleine mentale Hürde. Die Regeln, die ich euch aber jetzt mitgebe, das könnt ihr anwenden auf allen Sprüngen. Das gilt nicht nur jetzt für diesen Jump, sondern einfach für alle Jumps, die ihr neu fahren wollt oder für Features, die ihr neu fahren wollt. Der erste Punkt, den ich abkläre mit mir selber, ist, reicht meine Fahrtechnik für den Sprung aus? Das heißt, ich schaue mir an, wie ist der Sprung aufgebaut? Wie ist die Anfahrt? Muss ich da aktiver springen? Kann ich das passiv springen? Muss ich eine Drop-Technik haben? Und so weiter und so fort. Hier ist es jetzt ein Step-Down. Das heißt, man braucht passenden Speed dafür und minimal vielleicht irgendwie noch einen kleinen Impuls. Aber letztendlich kann man den eigentlich ganz gut mit Speed fahren. Bei der Anfahrt brauchen wir eine gute Körper-Bike-Trennung. Wir brauchen eine Kurventechnik, weil wir müssen eine Kurve vorher fahren und brauchen halt den passenden Speed. Das sind die Dinge, die ich brauche und die Checkliste hake ich als allererstes ab. Schritt Nummer zwei ist, wenn ich die Möglichkeit habe, so einen ähnlichen Sprung irgendwie vorzubereiten vorher, dann kann ich das machen. Hier am Flowtrail Stromberg ist es eigentlich optimal, weil wir hier diesen kleinen Drop haben, beziehungsweise ist eigentlich auch ein Stepdown, weil die Landung viel weiter weg ist als der Sprung hoch. Und man hat sogar eine natürliche Markierung, die zeige ich euch jetzt gleich mal. Und zwar habt ihr ungefähr hier, wo diese Wurzel ist, das ist so ungefähr die Weite, die man auf jeden Fall schaffen sollte. Wenn man ein bisschen weiter darüber hinaus ist, ist natürlich noch besser. Denn wenn ihr euch die Landung vorher angeschaut habt, was ihr auf jeden Fall ja tun solltet, dann wisst ihr genau, okay, ihr könnt da bei dem Sprung oben sehr, sehr weit auslaufen. Habt da eigentlich keinen Stress mit der Landung. Wenn ihr so eine Möglichkeit habt, den Sprung so ein bisschen vorzubereiten, ähnlichen Sprung habt mit ähnlichem Winkel, ähnlichen Anfahrt, weil hier ist sogar, fährt man sogar auch diese Linkskurve vorher und ist eigentlich optimal, um den Sprung vorzubereiten. Wenn ihr so eine Möglichkeit habt, macht das auf jeden Fall. Dann könnt ihr checken, okay, schaffe ich die Weite überhaupt oder lasse ich das lieber sein. Und Punkt Nummer drei ist das Gefühl. Meiner Meinung nach ist das Gefühl dabei das Allerwichtigste. Nicht nur, dass der Sprung sich am Ende gut anfühlt, sondern auch vorher solltet ihr natürlich das Gefühl haben, dass ihr überhaupt das Ganze springen könnt. Und da gibt es so drei kleine Problempunkte, weil das Gefühl, in erster Linie habt ihr natürlich ein Gefühl, ihr wollt das jetzt unbedingt springen und findet, das ist eine gute Idee, das Ganze jetzt mal auszuprobieren. Dann kommt aber Punkt Nummer zwei ins Spiel und zwar euer Verstand sagt dann, ja, das ist aber ja auch irgendwie gefährlich und da sind Wurzeln und ich könnte hier stürzen, da stürzen, ah, bin ich schnell genug, geht das überhaupt gut? Also der Verstand sagt euch ganz viele Sachen, warum ihr es nicht tun solltet. Der Teil Nummer drei ist dann euer Ego. Das Ego könnte euch sagen, hey, ja, du musst das aber heute machen, sonst fühlst du dich am Ende des Tages schlecht. Oder der und der hat das auch gemacht, ich muss das auch springen. Und der Verstand und das Ego sind dabei nicht so gute Ratgeber. Mein Tipp an euch wäre, wenn euer Gefühl das wirklich sagt und ihr das trennen könnt voneinander, dass das nicht euer Ego sagt und nicht euer Verstand, sondern nur das Gefühl, dann passt das schon. Wenn euer Verstand natürlich sagt, so, yo, ist eh easy, dann ist das natürlich auch gar keine große Challenge für euch und ihr könnt es so oder so schaffen. Aber versucht da mal drauf zu achten, wenn ihr euch so Features vornimmt, ob das vom Gefühl her kommt, vom Verstand, vom Ego. Versucht das mal so ein bisschen zu trennen und vielleicht hilft euch der ein oder andere Tipp, den ich euch heute mitgegeben habe, für eure nächsten Challenges auf dem Trail. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch
weiterhelfen können. Und lasst gerne einen Daumen da, einen Kommentar, wie ihr so Sprünge angeht. Und abonnieren natürlich nicht vergessen, denn jede Woche mindestens 2 neue Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.